Willkommen zurück zu dem nächsten Spiel Sturm Graz gegen St. Pölten, wie wir hier sehen können, am 1. Dezember. Das heißt, wir haben jetzt bald sozusagen unser Transferfenster wieder offen, denn wir können neue Spieler verpflichten. Wir haben jetzt hier den Monatsbericht der Jugendmannschaft bekommen, Felix Meyer und Bernhard Huber. Wie haben sie sich entwickelt? 110.000, 43, ach, der hat schon eine sehr geringe Wertung. Huber, ZDM und linker Verteidiger. Die wäre auf jeden Fall sehr interessant. Aber ich werde beide trotzdem mal dann nachher, wenn sie alt genug sind, die verpflichten und versuchen, die zu verleihen. Weil die haben derzeit bei uns noch wenig Chancen, dass sie sich wirklich durchsetzen können. Und somit starten wir das nächste Spiel gegen St. Pölten sofort. Hier Europa League. Ist die Bundesliga, 1. Dezember, Red Bull Salzburg gegen Innsbruck. Und Spieler des Monats ist in der Daka, Jakob Janscher oder zwei andere Spieler, die ich jetzt nicht gesehen habe, aber zumindest zwei von unserer Mannschaft, was sehr schön ist. Wir spielen natürlich im Auswärtsstress. Und ich habe mir gedacht, wir rotieren jetzt mal, geben vielleicht wieder mal Ampadu statt Abdonitis rein. Und vielleicht auch mal mit Zech versuchen. Mein lieber Freund, der ja noch immer hoffentlich dabei ist bei den Videos, ist ja ein sehr großer Fan von diesem Spieler, deswegen habe ich ihn gekauft. Bis jetzt hat er erst eine kurze Einsatzzeit gehabt, da er ja verletzt war, seitdem wir ihn gekauft haben. Und ich hoffe, dass der natürlich bei uns einen sicheren Rückhalt gibt. Und damit wir auch keinen anderen Verteidiger kaufen sollten oder müssen, falls wir jemanden verkaufen müssen. Heute erwartet uns hoffentlich ein tolles Spiel, liebe Fußballfans. Und es gibt zwei Spieler, die ich auf jeden Fall dann nachschauen will. Ich weiß nicht, habe ich das schon gemacht? Ich glaube, das habe ich sogar schon gemacht. Alan und Soriano. Diese Spiele würde ich echt gerne schauen, wie viel die preislich kosten, weil Soriano will ich schon gerne irgendwie verpflichten. Er war damals sozusagen einer meiner Lieblingsspiele in der österreichischen Bundesliga, wie er bei Salzburg gespielt hat, weil er einfach, ich glaube, für jede Mannschaft die größte Gefahr war. Und hier Husbeck mit der ersten Möglichkeit und was war das gerade? Schön gehalten vom Goalie. Und Daka sieht dann hier direkt drauf. Und zu direkt, also der Goalie wehrt den Ball ja auch nur mehr irgendwie übers Tor. Aber das war die erste Top-Möglichkeit nach nicht mal 3 Minuten. Schule zum Ball. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Schöne Ecke, aber leider zu wenig draus gemacht. Janscher. Da ist die Flanke. Und das war auch die nächste Möglichkeit. Wir sind auf jeden Fall bis jetzt die bessere Mannschaft. St. Pölten bis jetzt noch mit 0 Möglichkeiten. Jetzt ist erstmal wirklich im Ballbesitz. Und die gehen natürlich gleich in Angriff über. So, Ampadu kommt hier nicht mehr ran, aber Zech klärt. Gute Aktion, gut geklärt. Und jetzt der Schuleball. Schönes Pressing jetzt. Zu Husbeck. Husbeck zu Daka. Er kann nach außen passen zu Jakob Janscher. Janscher. Und der macht halt leider die Situation vorbei. Und jetzt wieder, St. Pölten im Ballbesitz. Die sind hier bis jetzt gut drauf. Philippe Ferreira jetzt am Ball. Jakob Janscher wieder. Der steht ziemlich weit hinten jetzt gerade. Und macht hier auch einen kompletten Fehlpass. Also ich glaube fast, dass Jakob Janscher bald mal eher wieder für Kroczek Platz machen wird. Hier kann er aber schön sich durchsetzen und findet so mit einmal den Angriff. Schön gemacht von Hierländer, der passt jetzt zu Husbeck. Und ich sehe jetzt da, versucht aus der Distanz, aber ganz schlechter Abschluss. Da hat er den Ball nicht voll erwischt. Ja, da hätte man auf jeden Fall besser machen können. Das letzte Auswärtsspiel konnten sie gewinnen und so soll es auch heute aussehen. Das 2:0 war völlig verdient und auch heute setze ich auf einen Erfolg. So, jetzt da Luxemburg Quadrado und hier können hier klären, aber die Situation ist noch nicht bereinigt, da St. Pölten schon wieder im Angriff ist. Und er schießt. Klasse gemacht. Kommt hier aber nicht weiter.
hier jetzt wieder St. Pölten im Ball. Also die sind hartnäckig. Und das war die Situation und somit haben wir wieder Abstoß und können ein bisschen uns wieder vormarschieren. Und jetzt Koch hier schlecht den Ball angenommen, somit wieder St. Pölten die Angriffsmöglichkeit. Hier schlecht gemacht, auch vom Verteidiger. Und da ist das 1-0 für St. Pölten. Okungboba, erstes Tor. So, da hätten wir also das, ja, da hätten wir das besser machen müssen. Aber was sollen wir tun? Peter Schul jetzt im Ball. Der auch das Tor jetzt dagegen aus dem Winge gemacht hat. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ampaulo hier, kommt der nicht am Ball. Ist hier zu langsam. Und somit ist Ampaulo noch immer am Ball, aber Koch kann diesmal klären. Peter Schul. Und der Ball geht so, dass er da noch am Ball ist, aber er kann sich sogar mehr oder weniger ein zweites Mal durchsetzen. Ball glücklicherweise zu Philipp Husbeck. Auch ganz schlecht gemacht dann von Jakub Janša. Köffelt eher zum Gegner als zum eigenen Spieler. Hier auch ein schlechter Pass. Hierländer auch mit einem schlechten Pass. Und jetzt ist St. Pölten wieder mit der Top-Möglichkeit. Und hier die Möglichkeit, wollte einen Volley reinmachen, aber leider nicht funktioniert. Wäre ein schönes Tor gewesen. Jakob Janša am Ball. So, Schul am Ball. Hierländer. Ich dachte jetzt, dass der Verteidiger mitläuft, ist er aber nicht und somit. Ja, ist die Situation leider auch nicht mehr recht. Dabei. Und jetzt Jakob Janša. Hierländer. Und nicht schlecht gedacht, aber ein bisschen schlechter ausgeführt. Und da war auch nicht schlecht gemacht, aber bleibt dann hängen, Hierländer. Und der Konter für St. Pölten. Schöner Pass von zu Luxbacher. Der macht dann aber zu eilig. Und somit kommt kein Spieler zum Ball. So, Schul ist im Ball. 2 Minuten werden nachgespielt. Schul, schöner Pass zu Jakob Janša. Peter Schul. Schul, schön gemacht. Er schießt. Und der Schuss von Daka wird abgefälscht. Oder abgeblockt, sagen wir so. Und das war eine sehr, sehr coole Möglichkeit. Knapp drüber. Und es gibt sogar Ecke. Und schauen wir mal, können wir aus der Ecke was machen? Nein. Aber die Situation ist nicht vorbei. Doch, ist sie. 1-0 also zur Pause für St. Pölten. Ich werde jetzt vielleicht ein bisschen umstellen. Ampaulo statt Spendelhofer. Und vielleicht auch mal Hosener statt Eseren. Was wir dann noch wechseln werden, weiß ich noch nicht. Vielleicht Schrammelt, obwohl der eigentlich um einige schlechter geworden ist oder ist als Philippe Ferreira. Was zumindest die Bewertungen betrifft. Wir müssen auf jeden Fall mehr in Angriff gehen, weil wir derzeit einfach zu wenig in der Offensive gezeigt haben. Kurze Unterbrechung, der Ball ist. Und vielleicht können wir da mit Hosen da was ändern. Hierländer. Husbeck. Daka nimmt zwar den Ball an, aber kann mit dem Ball nichts mehr anfangen. Und jetzt, das war schlecht gemacht von St. Pölten. Hosener kann sich hier durchsetzen, aber kein Ball. Schuss wird geblockt und somit keine Gefahr für St. Pölten. Auch wieder einen schönen Pass gemacht, aber der kommt diesmal nicht an. Peter Schul. Hosener. So, Spendelhofer. Alles offen und ganz knapp für St. Pölten. Was für eine Chance, was für ein Pech. Das wäre ein Riesentor gewesen. Wir sind hier in der Verteidigung
viel zu offen machen, natürlich viele, wie wir gerade hier sehen, dann von Fabian Koch, glaube ich, war das hier wieder ein Fehler von Fabian Koch. Wir müssen uns vielleicht wirklich mal langsam umschauen nach einem rechten Verteidiger, also so wie es derzeit ausschaut. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. So, Daka. Keiner läuft mit, kann denn nur alleine laufen. Könnte gefährlich werden. Und hier knapp, aber wir kommen nicht rein. Und Daka hat jetzt anscheinend mit Husbeck die Position gewechselt. Was ich ehrlich gesagt nicht unbedingt befürworten würde. Und das war, ja, ganz klares Foul für Fabian Koch. Gelbe Karte auf jeden Fall dabei. Und wir werden jetzt das dritte Mal wechseln. Und statt Jakob Janscher kürzere reinbringen. Es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. So. Hofbauer führt die für den Freistoß aus, aber nicht gut gemacht. Und das muss Freistoß geben, ja. Das ist ein Foul. Freistoß. Keine Karte, aber war auch zu wenig. Ergebnissicherung. Es wird jetzt eine Auswechslung geben. So, jetzt der Darkamp-Ball. Darkamp wollte, glaube ich, hier als erster zu Hosen erfassen, aber zu schlecht und zu unüberlegt. So wie das ganze Spiel bis jetzt echt ziemlich abläuft. Wir werden jetzt mal hier auf ein bisschen offensiv spielen, weil wir müssen zumindest einen Unentschieden erreichen, wenn wir da unseren dritten Platz sichern wollen. Schul, der ist natürlich auch schon ziemlich fertig für heute. Und jetzt da wieder. St. Pölten, der Ball kommt aber diesmal hier nicht zum Abschluss. Kreuzereck. Schöner Pass zu Philippe Ferreira. Der ist auch ein schneller Verteidiger. Aber hier zu langsam. Und ich glaube, das war abseits. So, hier Länder. Peter Schul. Schön gemacht, aber Hosner verliert dann den Ball im letzten Moment und kann hier auch kein Tor machen. Hosner, der ja auch bei Stuhl noch immer zu viele Einsatzminuten bekommt, was ich nicht verstehen kann. Ich glaube, das versteht so ziemlich keiner. Und da bin ich kein Hater, nur weil ich sage, ja, ich finde, Hosner ist nicht die Person, die in der Startaufstellung spielen soll. Aber diese Situation war nicht schlecht dabei. Das gibt einen Nein, aber wenn der Russen da wieder nicht trifft und trifft und trifft, ich meine, das... Ach, das war knapp. Das wirkt sich halt aus, weil ich meine, es ist natürlich schon so, dass der sich kein Stürmer von Schum Graz wirklich trifft, sondern der Einzige, der wirklich getroffen hat, war bis jetzt Schul. Was ein bisschen traurig ist, und da vielleicht auch zeigt, dass vielleicht Sturm keinen richtigen guten Angreifer gekauft hat. Oder dass einfach ein Stürmer, wie zum Beispiel Hosener, zu viele Einsatzminuten bekommt. Sie haben den Ball erobert. Ach, hier Länder. Schöner Pass. Und hier Siebenhandel kann noch klären, aber zu nur zur Ecke. Das war sensationell. Wenn der reingeht, dann ist das Ding hier durch. Ecke kommt rein. Jetzt können sie es entscheiden. Die Top-Möglichkeit für St. Pölten und hier nochmal die Top-Möglichkeit. Aber wir können hier zweimal mit Glück abwehren. Das eine hätte ich sogar drin gesehen. Kein Abseits. Doch, Abseits. Und wieder Latte. Da stand der Assistent gut. Abseits. Wir haben erst 9 Schüsse aufs Tor. St. Pölten ist beim 12. Minuten sind noch zu gehen. Und hier ganz schlecht. Also wir können jetzt, ich gehe jetzt mal auf sehr offensiv. Müssen wir jetzt die letzten Minuten noch machen. Zumindest ein Unentschieden müssen wir erreichen. Der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. Sauber vom Ball und das wären natürlich solche Spiele, die Sturm dann immer verliert. Die natürlich dann, die Spiele sind, die Sturm daran finden, dass sie halt wirklich sich oben festsichern können. Und ja, wie sieht man hier, ich habe zuerst sehr offensiv gestellt, aber kein einziger Stürmer wirklich vorne. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. 2 Minuten haben wir noch. Können wir noch ein Last-Minute-Ausgleichstor machen? Schöne Aktion. Philippe Ferreira, jetzt noch einmal im Ball. Bleibt auf dem Rasen liegen. Ganz
Und hier schön gedacht, aber auch vorbei. Und somit ist die Situation vorbei und ist auch das Spiel vorbei. Und wir verlieren 1-0 in St. Pölten. Was soll man tun? Man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Aber man muss die Sache positiv sehen. Wir sind doch immer auf dem dritten Platz. Salzburg gewinnt 4-0. Und steigt natürlich noch weiter auf der Tabelle auf. Aber wir sind zumindest fix Dritter. Das nächste Spiel gegen Hartberg wird natürlich wieder eine schwierige Partie. Wir spielen dafür wieder mal im Heimstadion. Dachau wird auch noch besser. Und ja, dann würde ich sagen, man sieht sich bei der nächsten Folge. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Abonniert meinen Kanal. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.